Hallo, heute geht es hier wieder um Kräuter und zwar um drei ganz bestimmte, anschließend an meinen Buchtipp, den ich am Ende auch nochmal erwähnen werde. Und zwar wird es gehen um Petersilie, um Knoblauch und um Heidelbeeren. Vielleicht nicht die ganz klassischen Kräuter, wie man sie sich vorstellt, aber es gibt ganz konkrete wissenschaftliche Hinweise auf die Wirksamkeit dieser Kräuter, auf die positiven und auch auf die negativen Wirkungen. Sehr verblüffend teilweise und vor allen Dingen auch sehr mächtig und da möchte ich eben heute drauf eingehen. Ich fange an mit Petersilie. Das hier ist Petersilie, allerdings gefriergetrocknet im Glas. Kulinarisch haben viele Leute gesagt, gefriergetrocknete Petersilie ist einfach nichts, das taucht nichts, Petersilie schmeckt nur frisch richtig. Ich bin überzeugt, dass nur frische Petersilie wie frische Petersilie schmeckt. Ich habe es aber ausprobiert und ich finde, dass gute, gefriergetrocknete Petersilie, die ordentlich gelagert wird und jetzt nicht in irgendeiner Plastiktüte oder Papiertüte vor sich hingammelt, schmeckt sehr gut. Kann man viele Soßen und generell viele Speisen mit retten, denen einfach das richtige Stück Geschmack fehlt. Ich kann nur empfehlen, sowas im Haus zu haben und es ist ein tolles Hilfsmittel. Petersilie hat harntreibende Wirkung und hat auch verdauungsfördernde Wirkung. Das wird verursacht durch einen Einfluss auf die Natrium-Kalium-Pumpe, die der Mensch in jeder Zelle hat. Muss man nicht unbedingt genau wissen, hängt mit dem gesamten Stoffwechsel, mit der Funktion des Lebens zusammen. Die haben übrigens nicht nur Menschen, sondern auch Tiere. Auf diese Natrium-Kalium-Pumpe nimmt Petersilie Einfluss, und zwar vornehmlich durch das Petersiliensamenöl oder durch Petersiliensamen. Die Petersilienblätter sind da nicht ganz so potent und das ist auch gut so. Denn Petersiliensamen oder Samenöl sind potenziell gefährlich. Da ist unter anderem Myristicin drin. Das ist ein Stoff, der auch in der Muskatnuss vorkommt. Und in Mengen über 70 Milligramm Halluzinationen hervorruft. Und zwar unangenehme Halluzinationen, begleitet von Übelkeit, Erbrechen und Hirnschäden. Myristicin ist aber auch mitverantwortlich für diesen ganz bestimmten Geschmack der Muskatnuss und der Petersilie. Geringe Mengen obendrein helfen auch gesundheitlich, und zwar gegen Krebs. Das ist also wieder einer dieser typischen Bereiche. Es gibt kein Schwarz und Weiß in der Natur. Man kann nicht sagen, das Zeug ist gesund oder es ist ungesund. Es kommt immer auf die Dosis an. Geringe Dosen schmecken gut und sind der Gesundheit zuträglich. Größere Dosen, nämlich über 70 Milligramm, rufen unangenehme Halluzinationen hervor und sind von weiteren unangenehmen Dingen begleitet. Die oberflächliche Anwendung von Petersilie, also auf die Haut geschmiert, kann zu Hautausschlägen führen, weil es wohl die Empfindlichkeit für UV-Strahlung erhöht. Das ist das, was wir wissenschaftlich fundiert über Petersilie wissen, ganz abgesehen davon, dass wir wissen, dass sie den meisten Menschen sehr gut schmeckt. Und das sind die Wirkungen, das heißt, wenn man die normalen Mengen Petersilie nimmt, die man wirklich auch nur einnehmen sollte, wegen der genannten Gefahren, dann hat man vielleicht eine leicht harntreibende Wirkung, eine leicht verdauungsförderliche Wirkung und dieses extra bisschen Geschmack und könnte eventuell noch was gegen Krebs tun dabei. Weiter geht's mit einem anderen Kraut oder einer anderen Pflanze, nämlich hiermit, mit Knoblauch. Das ist natürlich noch eine halbe Knolle, wird hier viel benutzt. Auch Knoblauch hat kulinarisch eine sehr, sehr große Bedeutung. Viele Menschen sind große Fans davon. Eine andere große Menge Menschen ist großer Fan davon, hat aber Angst davor, es zu essen, weil sie meinen, sie stinken danach. Und noch wieder andere Menschen sagen, ich mag das nicht, weil es stinkt. Das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden, ob und wie er das essen möchte und mag. Fakt ist jedoch, dass Knoblauch als Blutverdünner, und zwar als sehr potenter Blutverdünner wirkt. Und zwar ziemlich auf dem gleichen Wege wie Aspirin. Es verdünnt das Blut, verhindert die Verklumpung des Blutes und wird deswegen auch vermehrt von Ärzten abgefragt, wenn es um Operationen geht. Wurde in den letzten 7 Tagen Blutverdünner gegessen oder zum Beispiel auch Knoblauch, weil die Wirkung davon so stark ist. Das ist zunächst vorteilhaft, kann aber eben in bestimmten Fällen unerwünscht sein. Blutdruck kann auch gesenkt werden durch Knoblauch und zwar durch die Entspannung der Blutgefäße. Das führt auch dazu, dass durch Knoblauch, durch den Verzehr von Knoblauch, die Nase anfängt zu laufen, weil auch das eben durch die Entspannung der Blutgefäße passiert. Das ist übrigens das Gegenteil von dem, was Nasentropfen oder Nasenspray macht. Knoblauch kann auch die Nase reinigen, aber eben auf eine nasse Art und Weise. Das ist quasi natürlicher, weil es entspannend ist und es funktioniert. Ist aber eben damit verbunden, dass man sich etwas häufiger die Nase putzt.
Knoblauch zeigt in Experimenten mit Ratten eine triglyceridsenkende Wirkung. Das ist erstmal was Gutes. Triglyceride sind die Blutfettwerte. Möchte ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen, dazu habe ich andere Videos. Jedenfalls in Rattenexperimenten werden die Triglyceride gesenkt. Es könnte auch, und es tut es auch, die Cholesterinwerte senken. Die Cholesterinbildung wird gehemmt, allerdings nur in sehr geringem Maße. Und fest steht auch, dass Knoblauch sehr stark antioxidativ wirkt. Allerdings wirkt es nicht, wie oft angenommen, wie ein Antibiotikum. Es kann kein Penicillin ersetzen, auch wenn im Ersten Weltkrieg Soldaten sich das in die Wunden geschmiert haben und es tatsächlich einige Keime binden konnte, einige Erkrankungen verhindern konnte. Es ist jetzt nicht so, dass man es als Ersatz für Penicillin nehmen könnte. Das ist schon ein anderes Kaliber. Wenn, dann sollte man frischen Knoblauch verwenden, weil die Wirkstoffe, die nötigen Wirkstoffe für all die Dinge, die ich gerade genannt habe, erstmal nur im frischen Knoblauch drin sind und die verschiedenen Darreichungsformen im Glas, getrocknet und so weiter, haben andere Zusammensetzungen, haben andere Wirkstoffe. Wichtig ist auch, der Geruch des Knoblauchs entsteht durch Allicin. Das ist ein Stoff, der erst entsteht, wenn der Knoblauch geschnitten wird, durch eine enzymatische Reaktion. Das heißt, ich kann nicht einfach den Knoblauch so direkt schlucken und vor allen Dingen kann ich nicht einfach pur als ganze Knolle irgendwo in ein heißes Gefäß schmeißen, denn dann werden die Enzyme zerstört. Und auch wenn ich ihn klein schneide, sollte ich ihn erst einige Zeit liegen lassen, damit sich das Allicin bilden kann und eben auch dieser Geruch. Und dann kann ich es ruhig erhitzen, denn das Allicin ist wohl etwas hitzeresistenter. Es muss also stinken, um zu wirken, sozusagen. Ja, es ist kein Antibiotikum, das hatte ich schon gesagt. Also wir wissen mit absoluter Sicherheit, und das ist die größte und wichtigste Wirkung des Knoblauchs, er wirkt blutverdünnend, er verhindert die Bildung von verklumptem Blut. Und das klingt nicht nur gut, sondern es ist auch gut. Vom nächsten Kraut, das ich vorstelle, habe ich leider jahreszeitbedingt kein Beispiel da. Es handelt sich um Heidelbeeren, um jede Art Heidelbeeren, also um die Gattung, nicht nur um die spezielle Spezies, sondern die gesamte Gattung. Heidelbeeren sind natürlich auch wieder Geschmackssache. Ich finde, sie sind mit das beste Obst der Welt. Wir haben hier in der Nähe eine Plantage, da kann man die in jedem Sommer pflücken. Die gibt es nur so zwischen, je nach Wetter natürlich, zwischen Juli und August. Teilweise vielleicht noch bis in den September rein. Und je nach Sorte auch manchmal früher, manchmal später. Aber die Plantagen nutzen meistens nur diese großen Sorten, die in diesem Zeitraum Früchte tragen und erntereif sind. Heidelbeeren können Durchfall stoppen, und zwar durch die enthaltenen Tannine. Tannine sind sekundäre Pflanzenstoffe. Gibt es ganz viele Artikel drüber, auch auf urgeschmack.de. Die sind unter anderem für das trockene Mundgefühl verantwortlich. Das nennt man auch Adstringenz. Das ist in Wein zum Beispiel, in Rotwein sehr stark verbreitet, teilweise auch in Schokolade. Diese Tannine trocknen aber nicht nur den Mund aus, sondern auch die Darmwände so ein bisschen. Das ist erstmal nichts Schlimmes. Sie verringern die Flüssigkeit an den Darmwänden und vermindern so auch den Kontakt mit eventuell störenden, ursächlichen Stoffen, also ursächlich für den Durchfall. Das heißt, es stellt einen Zustand her, in dem die Durchfall verursachenden Stoffe vielleicht nicht in allen Fällen, aber meistens nicht mehr so stark wirken können. Sie haben auch einen sehr hohen Pektingehalt und das führt dazu, dass man Heidelbeeren paradoxerweise gleichzeitig zur Behandlung von Durchfall, aber auch zur Verursachung von Durchfall einsetzen kann. Man muss sich das ein bisschen vorstellen wie ein Schwamm. Es geht hauptsächlich hierbei um getrocknete Heidelbeeren, weil die keine Flüssigkeit mehr enthalten. Und dieses Pektin, die Struktur des Pektins, wirkt dann wie ein Schwamm im Darm. Es kann Wasser aufsaugen und so also den dünnen Stuhl, ja, verdicken. Wenn ich aber zu viele getrocknete Heidelbeeren esse, wird so viel Wasser angesaugt, dass es sogar durch die Darmwände hindurch in den Darm gesaugt wird und es wieder alles sehr flüssig wird und dann eben der Durchfall wieder da ist, sozusagen. Das ist wieder so ein Zustand, wie ich es vorhin schon angesprochen habe. Es kommt auf die genaue Dosis an. Es gibt keinen einfachen Hebel irgendwo in der Natur, wo man sagt, jetzt ist es so und ab jetzt ist es so und es wird sich nie wieder ändern. Es ist immer ein fließender Übergang. Die Farbe der Heidelbeeren entsteht durch Anthocyane. Das ist sind eine Reihe von Farbstoffen, von natürlichen Farbstoffen, die für die roten, blauen und purpurnen Farben in der Natur und speziell in Beeren, hauptsächlich in Beeren, verantwortlich sind. Die gehören zu der Gruppe der Flavonoide. Das sind auch wieder sekundäre Pflanzenstoffe.
Die sind auch in Rotwein und in Schokolade enthalten und sie wirken stark antioxidativ. Man geht davon aus mittlerweile, dass die Antioxidantien speziell in solchen Früchten wie Heidelbeeren der Heidelbeere selbst helfen, sich vor Sonne zu schützen. Sie bekommt also diesen Stress durch die Sonne, oxidativen Stress, und bildet deswegen Antioxidantien. Der Mensch isst die Beere und profitiert dann von diesen Antioxidantien, kann sich selbst also so gegen den Stress schützen, verringert aber eben auch den Stress. Auch da gibt es größere Diskussionen darüber, ob vielleicht zu viele Antioxidantien für den Menschen nicht so gut sind, weil der dann im Prinzip viel zu wenig Stress bekommt, oder ob oxidative Stoffe auf der anderen Seite für den Menschen ab und zu gut sind, weil er dann selbst eigene Antioxidantien bildet. Heidelbeeren könnten auch die Sehfähigkeit verbessern, beziehungsweise, ganz genau gesagt, den Abbau der Sehfähigkeit verlangsamen. Im Alter sieht man immer schlechter. Das ist ein langsamer Prozess, weil die Retina, die das Auge Schaden nimmt. Und Heidelbeeren können das verlangsamen. Theoretisch können sie auch die Nachtsicht verbessern. Das ist das, was wir auf wissenschaftlicher Grundlage über Heidelbeeren wissen. Da war ganz viel könnte dabei. Eben aus dem Grund, dass es entweder Experimente mit fremden Spezies sind, vorhin hatte ich gesagt, Experimente mit Ratten, dabei kann man nicht hundertprozentig darauf schließen, ob das bei Menschen auch funktioniert. Die Sache mit den Heidelbeeren und den Augen, das wurde mit Fröschen getestet und Frösche sind keine Menschen, offensichtlich. Aber die Bauteile im Auge, die jeweils untersucht wurden, sind die gleichen wie bei Menschen und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch. Ich habe diese Informationen aus diesem Buch, Herbs Demystified von Holly Phaneuf. Das hatte ich schon vorgestellt. Ist ein fantastisches Buch, weil es sich eben wirklich darauf konzentriert, nur die wirklich wissenschaftlich belegten, die wertvollen Studien auszuwerten und sich nicht auf Hörensagen zu verlegen und zu sagen, meine Oma hat gesagt, es war immer so und so. Und wenn man sich die Statistiken anschaut, dann ist das und das besser. Nein, es untersucht tatsächlich die Fakten, das, was wir untersucht haben, das, was wir dokumentiert haben. Es schließt nicht alles andere aus, aber es wertet eben die nachgewiesenen Dinge höher. Ich halte das für sehr sinnvoll. Die Dame ist Biochemikerin und Lehrerin. Sie kann also diese teilweise sehr komplexen Sachverhalte sehr gut vermitteln. Wer mehr wissen möchte, das waren jetzt drei von den über 50 Kräutern aus diesem Buch, dem kann ich nur empfehlen, dieses Buch zu kaufen. Es ist eine sehr gute Ergänzung für jede Bibliothek, für jeden, der sich für Essen, für Wirkstoffe und so weiter interessiert. Das war's für heute. Drei Kräuter, vielleicht gibt es demnächst noch mal drei. Das waren alles nur Zusammenfassungen, das sage ich noch mal dazu. Starke Vereinfachung, Zusammenfassung in diesem Buch. Noch einmal steht es sehr detailliert drin, mit genauen Wirkungswegen, mit genauen Studien, mit Nachweisen, mit weiteren Wissenschaftlern und Literaturangaben. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.